Da muss ich sagen, das ist auch nicht mehr so einfach wie früher. Oder? Also hier in St. Pauli, man kennt das vielleicht früher. 30 Kameraden, irgendwie 2000 Gegendemonstranten, 3000 Polizisten in der Mitte, alles war klar. Weißt du, man hat noch ein paar Lieder gesungen, so wie ohne V-Mann wärt ihr nur zu viert. Alles war irgendwie schick, alles war so einfach. Das ist heute nicht mehr so einfach. Heute unser Demo zum Beispiel marschierte los. Und dann fingen die an zu singen so, hier, marschiert der Nationalist. Scheiße, Alter, bin ich in der falschen Demo gegangen. Und das kommt nämlich, wenn du immer so aufs Handy guckst. Weißt du? Und man kann das einfach auch nicht mehr auseinanderhalten. Der nationale, autonome Nazi-Hipster, Nipster oder... Ich blick da nicht mehr durch und nun stand ich da und ich wollte jetzt auch nicht auffallen, weil ich eher so mehr Pazifist bin. Und da habe ich einfach mitgebrüllt. Habe ich gebrüllt, hier flaniert der Eppendorfer Mittelstand. Und ich muss sagen, das funktioniert. Bei den Nazis ist wirklich, es gibt einen Vorteil, es ist ziemlich egal, was du brüllst, du musst es nur laut machen. Und das funktioniert ziemlich gut. Und dann bin ich dann aber in dem richtigen Teil der Demo wieder angekommen, war relativ einfach. Ich bin über Ludwigslust, Harburg, Berlof, Pinneberg und dann war ich halt ziemlich einfach in der anderen Demo wieder drin und dann stand ich